Hey Leute, willkommen zurück zu Outlast 2. Wir sind doch immer nicht in der Mine. Was hofft Blake da zu finden? Ich weiß es nicht. Ach Kacke, diese komischen Typen verfolgen uns wieder, diese Baummenschen da. Die lassen nicht ab. Diese ekelhaften. Oh, da geht's wieder runter. In die Dunkelheit. Schönes Ding. Ich hab so Bock. Ich sterb jetzt hier oben irgendwo. Ich räume mich zusammen, bis ich an Dehydrierung sterbe oder sowas. Ich glaube, das ist auf jeden Fall. Naja gut, das ist auch qualvoll, aber nicht so schlimm wie das jetzt. Scheiße. Scheiße. Oh, komm schon. Das sind alles Wilde. Die sind alle nackig. Die sind nacksch. Und wollen uns was. Oh, ich weiß. Ist das so eine. Muss ich mich verstecken oder was? Oder ich weiß es nicht. Oh, hallo. Ih, was haben die denn? Oh. Die haben dir das Kreuz ins Rückgrat genagelt. Alter. Und falsch rum. Habe ich einen interessanten Kommentar dazu gelesen, weil. Oh, wer war das? Wer wollte sich falsch rum ins Kreuz nageln lassen? Das wurde nur verdreht. Das hat nichts mit Satanismus zu tun. Das war wohl nur, weil sich der nicht wirklich normal kreuzigen lassen wollte, weil er, glaube ich, seinen Glauben verraten hatte. Oder ich weiß auch nicht. Oh, Kacke, Mann, hört doch mal auf jetzt. Ich krieg's nicht mehr auf die Reihe, den Kommentar. Aber danke, dass ihr euch da wirklich auch Gedanken macht. Das finde ich wichtig. Da sitzt er schon wieder. Scheiß die Wand an. Scheiß die Wand an. Muss da. Oh. Oh. Bitte verpisst euch. Oh nein. Oh, meine Batterie ist scheiße. Okay, jetzt brauche ich keine. Oh. Mein Mund. Ah. Nein. Krabbel, krabbel, krabbel. Oh, nicht ins. Nicht auf den Arsch, bitte. Das wird nichts mehr, ich bin schon zu verletzt. Oh, Blake, lauf jetzt. Oh. Ich hätte beinahe wieder Clay gesagt. Seid froh. Das war wieder wegen dieser blöden Batterie. Ich war ganz kurz verwirrt. Und man muss immer so viel krabbeln. Rennen hier. Ja, fuck you. Nicht nach mir hauen, bitte. Lukas. Schneid dir einen Puller ab. Oh. Sind da eigentlich auch Frauen bei? Ich verlauf mich. Sind da. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Quell. Ist der Meister der Balance? Blake! Oh, wie er halt schon aussieht, ne? Der ist total zugekriegt, der arme Kerl. Scheiße! Was erhoffst du dir hier von Blake? Ich wäre schon längst weg. Ah! Ah! Nein, nein, nein! Oh! 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 Fuck! Nein, oder? Nein! Ich bin so blöd! Warum war die Tür? Ich hab die Tür nicht gesehen! Oh Mann! Oh Mann! Er hat ihn gefunden. Natürlich hat er ihn gefunden. Natürlich hat er. Wow. Hau die Tür auf. Natürlich hat der Pfarrer ihn gefunden. Als er sie entdeckt hat. Er hat den Mord gesehen. Und dann hat er sich auf dem Klo versteckt. Ich glaube ich jetzt. Sorry. There's a father up above.
was looking down in love. So be careful, little cats, what you think. Scheiße! Oh nein! Oh, die Tür geht auf. Mach die Tür zu, komm. Haha, verarscht. Oh Gott, oh Gott. Oh! Nein! Nein! Nein, nein, nein! Oh Gott. Oh, sie ist weg. Oh! Da hat sie aufgehängt. Da hat sie... Das, deswegen ist das Blut von ihren Schuhen. Dieser Penner. Just confused. You don't have to hide. Wer von denen war das? Oh Gott, nein. Let me help you. Nein. Ich will mir nicht helfen lassen. Du Mistkerl. Schnauze. I'll never let you go. Ich lasse dich niemals gehen. Oh Leute, Mann. Der hat die umgebracht und dann hat er sie aufgehängt und hat sie wie Selbstmord aussehen lassen. Und Blake wollte er auch noch töten wahrscheinlich. Aber der ist entkommen. Irgendwie. War ich da durch? Irgendwas? Ja, es geht. Und er ist aus dem Fenster geklettert, ja. Alles klar, Leute, das ist irgendwie so ein bisschen krass. Das ist so krass. Das waren seine eigenen inneren Dämonen. Kann ich hier loslassen? Ja. Nein! War das jetzt richtig? Dass ich da losgelassen habe, meine ich. Guck mal, da geht's doch offensichtlich runter. Oder soll ich aufs Dach? Nein, lieber nicht. Scheiße, Mann. Ja, das. So ist es passiert. Na, geh doch. So ist es passiert. Der hat Jessica getötet und dann wollte sich auch noch Blake schnappen. Ah, nein, nein. Oh Gott. Mann, ich glitsche. Der schiebt mich immer noch weg von hier. Was soll denn das? Hör auf. Oh, wie sie aussieht, Alter. Oh. Ich meine, ganz ehrlich, ich wollte mal Medizin studieren, aber ich konnte es nicht, weil ich kann kein Blut riechen. Also sehen, ja. Aber ich muss immer an den Geruch denken und das ist... Nein. Oh ja, ist gar nicht rutschig. Wisst ihr, wie rutschig Blut ist? Das wird voll schmierig, wenn es anfängt zu gerinnen. Ah, oh, scheiße. Oh, Blake. Aber ja, ich glaube, das Blut, das stellt er sich halt wirklich nur vor, wie ihr schon vermutet habt. Meine Fresse. Oh, ist das... Ist beklemmt. Ist gerade so beklemmend. Soll ich das wegschieben? Ja. Tschüss. Oh. Battery, Battery. Dankeschön. Ich glaube, ich habe noch... Zwei habe ich. Okay, zwei Batterien her, sag mal. Kann aber nicht sein. Mein Entrance. Was ist da runter? Das sieht nicht wie der Entrance aus. Das sieht eher aus wie, der Ex wie das Exit. Ach, Kacke. Oh, Leute, Minen. Ihr wisst ja, Minen. Wo kennen wir das? Woher kennen wir das? Until Dawn. Und das war auch ziemlich krass als Horrorspiel. Hätte ich dir gleich sagen können, aber ihr musst es wohl machen. Oh! Oh, Scheiße! Oh, Alter, wo soll ich denn hin? Ah! Fuck! Oh, ja, ja, ich weiß. Zu den Feinden hinrennen. Oh, nein! Ist immer schlecht, aber ich habe hinter mir auch nichts gesehen. Oh, Gott, das sind die Wendigos. Ich sag euch das. Oh, Scheiße. Ja, hier, komm hinter mich. Oh. Ja, siehst du, da sind überall welche. Ist scheißegal, wo ich hier drin bin. Oh, nein! Na, wohin denn? Was
mache ich bei dir. Was wird das? Okay. Ja, das sehe ich ein. Es war falsch, jetzt in dem Moment levitieren zu wollen. Das sehe ich ein, ja. Oh ja, Kussflitschen. Ja, der Weg ist wahrscheinlich nicht. Ah, doch. Nein. Nein. Da geht's nicht hoch. Ah, ich muss hier krabbeln. Krabbel doch, Blake. Kann ich mich verbinden oder ist es zu spät? Ja, wie soll ich mich jetzt verbinden? Ich muss doch ein bisschen humpeln, mein Freund. Kletter, kletter, bitte. Oh, scheiße, Leute. Das ist der Albtraum. Oh. Könnte ich mich gerne heilen. Oh, ja, bitte. Mach die Klappe zu. Oh, lass mal hier. Ja, komm mal. Ich spring noch ein bisschen. Picasso. Boah, ich habe eine. Habe ich eine Träne im Auge? Ich weiß auch nicht warum. Weil wahrscheinlich, weil ich alles so zusammengekniffen habe, dass es schon wehgetan hat. Ich kriege einen Arsch aus Stahlbeton, ich sag euch das. Wenn ich das hier durch habe, ist der perfekt. Fotos auf Instagram. Nein, wo darf man das? Snapchat. Schwachsinn. Mach ich nicht. Glaubt ihr das? Nein. Nein, nein. Soll ich kurbeln? Ich halte das für keine gute Idee. Ach nee, nicht kurbeln. Was kommt? Was? Nein! Nicht schon wieder! Ihr Krankenspinner! Aber der hat das voll raus mit dem Parcours! Blake, du hast es voll raus! Einfach mal springen, sliden, springen, sliden! Ich glaube, Faye wäre voll eifersüchtig! Aus Mirror's Edge! Oh, ich kann nicht mehr laufen! Oh, scheiße, scheiße. Bisschen langsam. Oh. Bisschen erholen. Bisschen erholen. Ah, vergiss das mit dem Erholen. Ah, lauf. Ich hätte mich abrollen sollen. Ja. Ah, lalala. Oh. Oh, scheiße. Nein. Nein. Nein, nein, nein. Oh. Mach die Kappe zu jetzt. Könnt ihr mal den Hebel? Danke. Oh. Oh. Oh Leute, mir kneift's. Mir kneift's. Oh. Body feet. Body feet deep. Jess, I just... Lynn. Was? Name is Lynn. Oh, jetzt. Blake, jetzt aber. Jetzt. Ich meine, jetzt bist du schon schlimmer als ich. Du verwechselst... Ich würde niemals meine Freundin oder meine Frau mit einer anderen verwechseln vom Namen. Oh. Oh nein, ich dachte... Aber wie tief geht das? Oh. Nur Bremse gibt's ja so... Oh. Ernsthaft jetzt 800... 800 Fuß? Alter. Das geht wahrscheinlich noch tiefer gleich, hä? Oh, bitte nicht. Fuß. Ich glaube, ein Fuß sind ein paar 20 cm. 22,5. Ist gut jetzt. Komm, Blake, hör auf. Rumstöhnt.
Oh, jetzt aber schnell raus hier, sonst kriegt das Ding. Oh! Ja. Das war aber so knapp. Was habe ich? Sancti Sepulchri habe ich bekommen. Und Damaskus-Erlebnis. Trapped. I was never gonna get out. But now I knew it. At least I'd be there with her. Sieh's mal positiv. Hast du recht. Hast du recht. Nächstes. Find Lynn. Nothing matters but Lynn. Oh, drei Batterien, dann ist gut. Mach ich das doch gerne. Mach ich doch gerne eine neue Batterie rein. Glaubt ihr dran, dass es ein Happy End gibt? Also, Happy End in Outland. Nein, glaubt ihr dran, dass es irgendwas gibt, außer alle sind tot und der Kult übernimmt die Erde? Nee, das sowieso nicht, aber ich glaube nicht an ein Happy End für Blake und Lynn. Wie gesagt, ich habe schon viel zu viele Horrorfilme gesehen, als dass ich das glaube. Und ich finde es, glaube ich, auch ein bisschen cooler, dass es... Was? Also Happy Ends sind doch lame. Im echten Leben gibt es auch keine Happy Ends. Es geht immer nur weiter. Oh. Scheiße. Scheiße. Die sind hier unten. Oh, Kinder, wie lange mache ich? Oh, ich will aufhören. Ich will Pause machen. Ich will dich. Geh dem mal nach, hä? Das wäre natürlich das Dümmste, was man machen kann. Okay, es wäre wirklich das Dümmste. So, ich höre jetzt hier vorne irgendwann gleich auf. Oh shit! Lynn! Wo, wo, wo? Ich meine, sicher, dass du das gerade hörst? Ist das nicht eine Halluzination? Okay, ich dreh erstmal rum. Sorry. Oh nein, ich will das nicht hören, Leute. Das ist doch nicht echt. Oh, guck mal, die Füße. Was hast du für Füße? Bah. Bah. Kapitel 11. Die Frucht der Zerstörung wird im faulen Leib der Märtyrermutter reifen. Das spinnenäugige Lamm bringt das Schicksal der niederen Huren selbst zur Höchsten, die auf vielen Wässern sitzt. Aus Ezekiels Nation sei der Feind geboren, und die Frevler werden enthüllt, und der Herr wird sie verschlingen mit dem Geist seines Mundes und wird das Licht seines Kommens zerstören. Selbst ihn, dessen Kommen Werk Satans ist, mit allen Kräften und Zeichen und Lügenwunder. Und mit all der Täuschbarkeit, der Unredlichkeit vergehen sie, denn sie erhielten nicht die Liebe der Wahrheit, die sie hätte retten können. Ja, Liebe. Darum geht's ja, Liebe. Und daher schickt Gott ihnen eine starke Illusion, dass sie eine Lüge glauben sollen. Dass jene, die die Wahrheit nicht glauben, verdammt seien, doch Freude und Freude in Unredlichkeit finden. Und Ezekiel sprach zu seinen Hebammen und zu seinen Jägern: Ihr seid der Rabe und ich bin der Wolf, der euch fressen lässt, wenn ihr mich zur Beute führt. Denn Gott sprach: Das Fleisch der Bestie sei eurer nur im Opfer an mich, so auch das Fleisch eurer Kinder. Als ob. Das ist so krank. Was ist das? Dieses Evangelium. Wenn mir das jemand so vorschlagt, sagen wir mal so rein rhetorisch, ja? So als Infoabend, ja. Ich war jetzt auch noch nie bei den Zeugen, muss ich dazu sagen. Aber so beim Infoabend sollte einer hier kommen, habe ich eine Religion für dich. Guck mal, das ist unser Evangelium. Würdet ihr da zusagen? Nein, wahrscheinlich nicht. Oh, was ist das für eine Zombie-Hand, Blake? Macht mir gerade ein bisschen Angst. Warum komme ich da nicht durch? Taucht doch bitte mal. Er taucht da einfach nicht durch. Ach so, jetzt schon. Eben hat das nicht gemacht, weil ich zu nah dran war. Ja. Auftauchen. Oh. Es ist schön hier in absoluter Dunkelheit einfach mal rumzuflanieren. Kann ich da durchquetschen? Nein. Oh.
Also nicht nur, dass hier unten die Viecher rumrennen. Mir wird es auch gar nicht behagen, wenn da irgendwelche Steine, so alte Stollen, die kaum gesichert sind. Oh nein, ich muss da jetzt runter, ne? Kinder, das machen wir nächstes Mal. Weil es so schön ist, werde ich hier eine Pause machen. Bei der Batterie ist jetzt eh gleich leer. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich würde mich freuen über Bewertungen und Kommentare. Und wenn ihr wieder einschaltet, morgen zu Outlast 2. Ich glaube, so langsam geht es dem Finale entgegen. Was soll noch alles passieren? Vielleicht werden wir noch von Papa North befruchtet. Würde zu ihm passen. Macht's gut.